Für Coco konnte der Tag nicht schöner beginnen. Etwas essen, trinken, lesen und sonst nichts tun. Wenn man davon absieht, was er schon längst hätte tun sollen. Coco! Ja? Wolltest du nicht gestern dein Zimmer aufräumen? Das war doch versprochen. Kein schöner Anblick, dieses Chaos hier. Außerdem kann man sich verletzen. Da habe ich aber Glück gehabt, dass die Wand hier steht. Also, räume jetzt bitte auf. Wenn ich heute von der Arbeit komme, möchte ich den Abend mit dir in einem schönen, sauberen Wohnzimmer verbringen, okay? Es sah lustig aus, auf einem Auto durch die Gegend zu rollen, bis auf das gegen die Wand knallen. Wenn ein Auto schon Spaß macht, müssen zwei Autos noch mehr Spaß machen. Coco musste seine tollen neuen Autoschuhe unbedingt jemandem zeigen. Mal sehen, was Hector für Augen machen würde. Nein, dass er so guckt, hatte er nicht erwartet. Hector war entsetzt und er wollte keine Affenhandabdrücke auf den sauberen Glastüren. Coco hatte keine Ahnung, wie man umdreht und zurückfährt. Ich weiß nicht. Wir haben zu viele Rollschuhe. Also, was können wir uns einfallen lassen, damit die Leute mehr Rollschuhe kaufen? Was hältst du von der Idee, einen rollschuhlaufenden Affen zu engagieren? Er könnte eine Vorstellung geben. Nicht schlecht, aber verrate mir mal, wo wir einen rollschuhlaufenden Affen hernehmen. Diese Rollschuhe sind ein Geschenk von uns. Dreh damit so viele Runden in unserem Geschäft wie nur möglich. Gib ihm lieber noch ein paar, Schatz. Siehst du nicht, dass er vier Füße hat? Ich dachte, das seien vier Hände, aber das macht ja keinen Unterschied. Okay, du bist startklar. Dann zeig mal, was du alles drauf hast. Oh. Also ich würde es doch fast besser finden, wenn er draußen übt. Ja, erwischt. Rollschuhlaufen will gelernt sein. Wenn du es kannst, kommst du zurück. Okay. Glaubst du, wir sehen ihn je wieder? Wenn du einem Affen nicht vertrauen kannst, Schatz, wem kannst du dann vertrauen? Coco fuhr voll auf seine neuen Rollschuhe ab. Aber wozu waren diese schwarzen Dinger gut? Also eins stand fest, er musste sofort zu Hector und ihm eine kleine Vorstellung geben. Zumal er jetzt wusste, wie man anhält. Warten Sie, ich helfe Ihnen doch gern. Ah, Hector, du passt hier schön auf. Ein Affe auf Rädern sah ziemlich dämlich aus. Dagegen ein stolzer, drahtiger Dackel auf Rädern. Coco wusste genau, was Hector wollte. Ein Äffchen in der Großstadt zu sein, ist eine aufregende Sache. Aber manchmal schwierig.
Ja, wir könnten wirklich frische Landluft gebrauchen, hm? Der Mann mit dem gelben Hut wusste genau, wann es Zeit war, mit dem Äffchen die Stadt zu verlassen. Ah, atme schön tief in die Lunge und genieße diese herrliche frische Landluft. Ja, endlich angekommen, nicht wahr? Du kannst die Luft wieder ausatmen. Es ist genug davon da, Coco. Cool. Sieh mal, so wie es aussieht, hat Bill einen Kaninchenstall in seinem Garten gebaut. Willst du die Kaninchen mal besuchen? Das wird euch schmecken. Oh, hallo. Haben Sie Coco mitgebracht? Woher weißt du, dass wir es sind? Hab geraten. Hey, ich hab Kaninchen bekommen. Wollt ihr sie sehen? Coco hatte noch nie Kaninchen aus der Nähe gesehen. Magst du meine Kaninchen, Coco? Haben sie auch Namen? Klar. Das sind Wuschel, Schneeball, Kekschen, Pünktchen, Schwarzuhr, Wattebausch und Herbert Hoppinger. Und das ist ihre Mutter. Willst du eins streicheln? Welches? Kekschen, Schneeball? Wuschel. Wuschel ist echt cool. Ich erzähl dir erstmal was über Kaninchen, bevor du eins anfasst. Hoppla. Ich muss ja meine Zeitungen austragen. Tut mir leid. Komm morgen wieder, dann kannst du sie alle streicheln. Tja, dann musst du wohl leider Geduld haben, Coco. Coco wollte nicht bis morgen warten. Wer könnte schon flauschigen Kaninchen widerstehen? Gehst du raus? Sei aber ein braves Äffchen. Coco dachte, die Kaninchen brauchen doch Gesellschaft, wenn Bill nicht da ist. Sie waren so friedlich und flauschig. Kaninchen eben. Niedliche Kaninchen. Bill hatte bestimmt nichts dagegen, wenn Coco mal eins streichelte. Nur einmal. Und er würde ganz vorsichtig sein. Die Kaninchen waren so friedlich und flauschig. Und fix! Sie waren so schnell, dass Coco sie kaum sehen konnte. Sie waren viel zu schnell, um sie zu streicheln. Und viel, viel zu schnell, um auf ihn zu hören. Nur ihre Mutter saß ruhig im Stall. Aber Coco ging lieber kein Risiko mehr ein. Nun musste er nur noch die Futterschälchen zählen, um herauszufinden, wie viele Kaninchen noch fehlten. 7. Das hieß, es fehlten noch 7. So, aus dem Garten konnten sie nicht raus. Hector war stolz, ein Hund zu sein, der sich nicht ablenken ließ. In Gedanken war er immer bei der Arbeit.
ob sein Freund der Portier es wusste oder nicht. Na, was ist denn, mein Junge? Hast du schon wieder Hunger? Oh, der Fahrstuhl ist angekommen. Guten Morgen. Es ist ein herrlicher Tag. Genießen Sie ihn. Dir auch einen schönen Morgen, Hector. Ja, ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade denkst. Hector fragte sich, ob Coco jetzt die Stadt auf den Kopf stellen oder noch schlimmer, sie in ein Chaos stürzen würde. Was haben wir denn hier für mein hungriges Lieblingshundchen? Na, kann ich deine Gedanken lesen oder nicht? Nein, konnte er nicht. Oft sind die schlauesten Hunde die verkanntesten. Coco wollte dem Mann mit dem gelben Hut zeigen, wo er geholfen hatte. Nämlich in Appetitos Küche. Ups! Also über Coco kann ich nur ein Loblied singen. Er war mir eine große Hilfe und besonders beim Schnelllaufräumen. Nun, darin hat er auch eine Menge Übung. Oh, es tut mir leid, aber ich fürchte, heute habe ich keine Arbeit für dich. Ah, ich habe eine Idee. Weißt du was? Mein Freund Herr Glas braucht dringend Hilfe. Es ist zwar am anderen Ende der Stadt, aber du wärst genau der richtige Mann für ihn. Tut mir leid, Coco. Ich habe keine Zeit, dich durch die Stadt zu fahren. Vielleicht ein andermal. Na ja, also, ich könnte ihn hinbringen, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh, ja klar, einverstanden. Versprichst du, ein braver kleiner Affe zu sein? Es ist ein riesengroßes Gebäude und gehört meinem Freund, der Glaspalast. Wie ich schon sagte, Appetito, ich brauche einen Fensterputzer, der ganz, ganz, ganz dort oben arbeiten kann, ohne dass ihm schwindelig wird. Und Mut gehört auch dazu. Na, wenn das keine Herausforderung ist, was, Coco? Aber Herr Glas, mein kleiner Freund hier ist ein exzellenter Kletterer. Er ist nicht umsonst ein Affe. Herzlichen Glückwunsch. Bis 14:45 müssen alle Fenster sauber sein. Schaffst du das? Hier ist alles, was du brauchst. Und deine schicke Mütze. Fensterputzen ist keine leichte Arbeit. Wie ich sehe, nimmst du deine Sache sehr ernst. Es darf dich nicht interessieren, was die Leute da drin machen. Sei nicht neugierig, sonst bekommst du Probleme. Coco versprach, nicht neugierig zu sein. Aber kleine Äffchen vergessen manchmal, was sie versprochen haben. Es war schwer, nicht hineinzugucken. Er konzentrierte sich ganz und gar auf das Putzen. Zu gucken, wann der Mann mit dem gelben Hut nach Hause kam, war einfach. Wenn man so scharfe Augen wie Coco hatte. Denn kein anderer Mensch war so gelb. Naja, fast keiner. Coco freute sich immer, den Mann mit dem gelben Hut zu sehen. Aber ihn mit einem großen Geschenk zu sehen, war noch viel besser. Oh,
Hallo, Coco. Wie war dein Vormittag? Warst du ein braves kleines Äffchen? Fein, so muss es auch sein. Moment mal, Coco. Das Geschenk ist diesmal nicht für dich. Es ist für Frau Professor Weisheits Geburtstag. Du kannst sehen, was drin ist, wenn sie es aufmacht. Heute beim Abendessen, versprochen. Abendessen, das war noch eine Ewigkeit hin. Er konnte doch schon einen kleinen Blick riskieren. Wenn du unbedingt was auspacken willst, komm in die Küche. Hier, stell dir vor, die Schale dieser Orange wäre Geschenkpapier. Dann kannst du was auspacken und mir dabei helfen. Orangenschale fühlte sich gar nicht an wie Geschenkpapier. Aber es war etwas Schönes drin. Vielleicht war die dicke Schale dazu da, dass man nicht nass gespritzt wurde. Die Zwiebelhaut fühlte sich schon mehr wie Geschenkpapier an. Aber es roch überhaupt nicht wie ein schönes Geschenk. Boah, kein Wunder, dass Käse eingepackt wurde. Die beiden Verpackungen waren zwar verschieden, aber in beiden war etwas drin, das furchtbar stank. War das Geschenk für Frau Professor Weisheit etwa aus demselben Grund verpackt? Coco, würdest du mir bitte einen Apfel schälen? Das war schon viel besser. Der Apfel duftete wunderbar. Ach, hör mal, Coco. Die anderen Früchte lässt du aber bitte so, wie sie sind. Das sind Frau Professor Weisheits Lieblingsfrüchte. Die habe ich extra für ihren Geburtstag gekauft. Coco, könntest du meine Hose für mich abholen? Ich habe sie im Kaufhaus umändern lassen. Hier, bitte. Keine Sorge, wir machen es nicht ohne dich auf. Warte einen Moment, ich bin in einer Minute wieder mit den Hosen da. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht gehabt. Mit dieser wichtigen Aufgabe dachte Coco schon gar nicht mehr anders. Prächtige, herrliche, wunderschön eingepackte Geschenk. Er fand nichts zu essen, nichts zu schnuppern. Einfach gar nichts. Das Einzige, was Coco fand, war ein Rätsel. Warum sollte man leere Schachteln verpacken? Ich möchte, dass Sie ganz ehrlich sind, bitte. Dieses Schaufenster ist mein ganzer Stolz. Das ist nicht einfach ein Schaufenster. Es erzählt eine Geschichte. Erinnerungen an einen Geburtstag. Genial. Ich bin entzückt. Was? Also ich dachte, na ja, also danke schön. Das ist wirklich lustig. Eine Banane fährt Auto. Oh, das bin ich. Also ich fühle mich geehrt, dass ich in einem so großartigen Kunstwerk zu sehen bin. Und weißt du auch, wo großartige Kunstwerke hingehören? Der beste Platz dafür ist der Kühlschrank. Damit es hält, brauchen wir unbedingt einen Magneten. Lass mich sehen, hier im Schubfach muss doch irgendwo einer sein. Oh, das ist der einzige, den ich gefunden habe. Du hast recht, der passt gar nicht zu deinem schönen Bild.
Also gut, wir haben eine Aufgabe. Wir gehen jetzt ein paar hübsche Magnete für dein Bild kaufen. Coco, bitte pass auf, turne nicht am Kühlschrank herum. Oh je. Na schön, jetzt haben wir zwei Aufgaben. Magnete und Griff für den Kühlschrank kaufen. Hallo, Frau Professor Weisheit. Hallo, ihr beiden. Da seid ihr hier wohl falsch. Dieses Bild gehört doch in ein Kunstmuseum. Wir wollen ein paar tolle Magnete kaufen, um es am Kühlschrank festzumachen. Sag mal, wenn du einmal hier bist, willst du unsere neue Magnetausstellung sehen? Ja, gern. Oh, sie meinten sicherlich Coco. Coco wollte eigentlich schnell wieder nach Hause, um sein Bild aufzuhängen. Aber neugierig war er doch. Willkommen im Reich der Magnete. Ich glaube, die Kraft von Magneten ist meine liebste unsichtbare Kraft. Coco hätte am liebsten den ganzen Tag hier verbracht, aber er hatte noch etwas Wichtiges vor. Oh, natürlich. Wir kommen ein andermal wieder, um uns hier alles anzusehen. Bevor du gehst, nimm einmal diesen Magneten und versuche damit, das Auto dort zu berühren. Und jetzt versuch es mal mit dem letzten Auto. Nicht alles ist magnetisch, nur bestimmte Metalle. Schau dir doch das hier mal an, Coco. Das hier ist ein Magnet, siehst du? Aber alles, was von einem Magneten angezogen wird, kann auch zu einem Magneten werden. Du musst es nur an ihm reiben, in dieselbe Richtung. Es ist wirklich faszinierend. Oh, das hier hätte ich beinahe vergessen. Noch etwas mit geheimen Kräften? Das hier? Nein, das ist das geliehene Pizzablech. Ich wollte es Ihnen zurückgeben. Vielen Dank. Coco wollte jetzt schnell die kleinen Magnete kaufen und dann ab nach Hause. Aber vorher musste er wissen, was hier drin noch alles magnetisch war. Das Dino-Skelett? Nein. Das versteinerte Erdferkel? Die Ritterrüstung? Oh ja, und wie? Oh, sehen Sie! Coco! Ich halte die Rüstung. Versuchen Sie, ihn wegzuziehen. Coco, das Bein, die Rüstung, alles wackelt! Warte, Coco. Es wird Zeit, dass du mir den großen Magneten zurückgibst.